wird ja irgendwann Matsche. Jemand arbeitet wohl an einer neuen Statue. Er muss vor kurzem angefangen haben. Das denke ich auch, Luke. Ich kann nicht erkennen, was es werden soll. Ich denke, es ist eine Person. Es wirkt nicht so, als würde es in absehbarer Zeit fertiggestellt. Diese Statue sieht genau wie Herr Hauer aus, denkt ihr nicht? Ich denke, diese Statue ist noch nicht fertig. Sie gibt aber schon eine tolle Hängemattenstütze ab. Wer war denn Herr Hauer nochmal? Na, der Bildhauer, der starke Typ, der auch in dem... Ah, stimmt. In dem Puff da übernachtet, glaube ich. Ich habe so ein Gefühl, dass der Bildhauer bei dieser Statue etwas übertrieben hat. Ach ja. So, dann bewegen. Warte, ganz kurz. Ja. Nö, ich warte nicht. April, April. Sophie, warte einen Moment. Was? Ich? Könntest du heute hier aushelfen? Heute ist hier recht viel los und mir fehlt es an Personal. Aber ich muss... Frau Rossa, wir sollten wirklich gehen. Eigentlich wäre das vielleicht eine gute Idee. Was denkst du, Sophie? Wir wollen nicht noch ein Mädchen dabei haben. Deswegen lassen wir Flora, ich meine Sophie, einfach mal so. Ich habe wirklich Hunger. Du hast wirklich Hunger? Ich esse gerade was. Oh, meine Kamera ist verrutscht. Oh. Nee, also übrigens, Sophie soll in dem Teil da aushelfen und Phoenix findet, ist das eine gute Idee. Und das kommt mir gerade... Nein, in dem... Also in dem... Was ist denn das? Puff. Nein, das ist ein... Das ist doch einfach nur eine Taverne. Mit Ange... Sagt man. Ja, genau. Mit angeschlossenem Puff, weißt du? Nee, also auf jeden Fall, die lassen gerade Flora, ich meine Sophie, einfach so dort stehen. In der Fauna. naja, du wärst hier in Sicherheit. Überlasse die Nachforschungen einfach uns. In Ordnung, wenn du das für die beste Lösung hältst. Ja, dann gehst du mir wenigstens nicht auf den Sack. Aber seid beide vorsichtig dort draußen. Selbstverständlich, wir sind bald mit neuen Informationen zurück. Lustig wäre natürlich, wenn sie dann gefangen genommen wird dort. Ist es wirklich eine gute Idee, Sophie hier zu lassen, Herr Wright? Ich denke nicht, dass ich sie dabei haben möchte. Nein, ich denke nicht, dass Barbara wirklich Hilfe gebraucht hat. Ich denke, sie wollte Sophie nur beschützen. Oh, ja? Ja. Sophie wurde beschuldigt, Arcana zu sein. Arena zu sein. Ich weiß, was passieren könnte, wenn sie in der Stadt gesehen wird. Wer weiß, was? Wer weiß, was passieren könnte? Was könnte denn so passieren? Was könnte denn passieren? Die Leute würden sich fragen: Woher kommt das? Woher kommt das? Oder sie würden, nein, sie würden denken, das ist nicht die große Arcana, das ist... Eine billige Fälschung. Nee, das ist eine billige Fälschung. Nein, die ist echt. Ach Quatsch, die habe ich doch letztens in der Gravikiste gesehen. Und da dachte ich noch, die ist so teuer. Und dann habe ich mir Mandarinen gekauft. Magst du Mandarinen? Nein? Gut für dich, kriegst du nämlich keine. Zeugen, hören Sie bitte auf, so geschwätzig zu sein. Und dann sagt die Zeugin... Schachtel. Hä? Die alte Schachtel. Ja, genau. Da fällt mir was ein. Ich glaube, ich habe noch einen Sound übersehen, den ich hinzufügen wollte. Ach so, nee, den habe ich noch gar nicht mal... Den habe ich noch gar nicht als Sound gespeichert. Ich wollte nämlich noch das von der letzten Fan-Dub-Folge, die bisher fertig ist, wo Oldback, ja? Nein, die fünfte. Von der wollte ich noch so dieses Einspruch!
Das können wir dann nämlich machen, wenn wir in den nächsten Verhandlungen Einspruch rufen. Sophie musste schon so viel durchmachen. Ich denke, wie besorgte Bürger und Ritter mit scharfen Schwertern würden nicht helfen. Jetzt sieht es so aus, als wäre es an uns, Nachforschungen anzustellen, Luke. Lass uns gehen und ein paar Hinweismünzen finden. Der Spitzenanwalt und Spitzenlehrling sind unterwegs. In Strapse! Und ganz spitz. Oh, ein Rätsel. Nein. Von König Drosselbart. Drosselbart, was tut ihr an einem Ort wie diesen? Oh, ich weiß schon, ihr Wetter tretet hier auf, nicht wahr? Das würde erklären, warum keiner mehr hier ist. Der sieht jetzt irgendwie nicht so aus, als ob der voll froh ist. Nee. Na, du bist der aber trotzdem. Du musst den jetzt... Ich war der? Ja. War der ja, denn? Gewiss. Okay. Ja, gewiss. Meine verlockend liebreizenden Melodien sind in alle Teile Labyrinthias zu hören. Dieses Wirtshaus ist ein Heim für Musik aller Art. Ich glaube, der war anders, ich weiß es aber nein, nicht. Nein, der war schon so. Das war, ja, doch, genau so klang der. Dieses Wirtshaus ist sein Heim für Musik aller Art. Und wenn, schon. Und, nee, und wenn ich daran denke, dann wird meine Klampfe hart. Sagt, ihr seid nicht der einzige Bade in dieser Stadt, oder? Da ist noch so ein Kerl, Papa Rotzi, richtig? Werter Herr, der bloße Gedanke an diesen nichtsnutzigen, betrügerischen Geiger verstimmt mich arg. Das ist ein Arschgeiger. Nun ein Lied. Jetzt singt er erst. Ja. Rivalen seid in dieser Stadt so klein. Kleidung gar seltsam sein, Reim eine Pein. Boah, der bettelt den ja richtig. Sein Papagei und er ein Wunder vor Gericht. Eine Hexe verurteilt ein wahres Gedicht. Rivalen? Ich mein, Rivalen? Nee, Rivalen? Hey SpongeBob! Ich hab einen Rival! Ich hab einen Rival gesehen! Oh Mann, wer hätte gedacht, dass es ist so schwer, das Leben eines Baden ist wirklich nicht fair. Baden leben unfair und da drin, da steht er, der Monopolkapitalist mit Haut und Haaren, der uns frisst. Es ist eigentlich ein bisschen abgewandelt von dem SpongeBob-Ding. Ah. Nun steht er da, verehrt wie ein Held, und ich stehe hier, verdiene kaum Geld. Und alles ist... an den Lippen zerschellt. Und ich armer Tor, verdiene genauso viel wie zuvor. Also ändert sich nichts. So kommt es, werte Herren. Ihr solltet eure Frauen einsperren. Dass ich am Stadtplatz spiele und singe und Töne entlocke diesem lieblichen Ding. Hey, lass meinen Fuß los. Der macht keine Töne. Ich verstehe. Ihr wollt also ausdrücken, dass Paparotti euch den Platz im Rampenlicht gestohlen hat. Ja, genau. Seht die traurige Tragik darin. Die Trauer, die sagt, dass ich nie gewinne. Oh. Also soll das heißen, er hat ihnen das ihnen den Platz im Rampenlicht gestohlen. Ja, so hört es vom Drosselbart. Das ist richtig. In der Tat.
mich dann dieser Gedanke überkam, als hätte der Schöpfer erdacht diesen Plan. Könnt ihr mein... Könnt ich meinen eigenen Papagei, dann wäre es mit ihm flugs vorbei. Das Problem ist also, dass ihr keinen Papagei habt. Hielt ich doch in meinen barmen Händen zwei gefiederte Tiere. Das Volk wird rufen nach mir mit Begierde. Aber nicht nach diesem Liede. Papa Paare! Gib mir einen Keks! Was? Ich liebe dich, Janni! Kennst du das noch? Nee. Aber das ist doch Papagei! Phoenix Wright! Ach so! Hier ist ein Raum voller Papageien. Jeder von ihnen trägt einen Hut. Jeder Papagei möchte einen Partner, der die gleiche Art von Hut trägt. Zieh mit dem Touchpad eine Linie zwischen den jeweiligen Papageienpaaren. Die Linien dürfen sich nicht überkreuzen. Ah, sowas wieder. Okay, also man muss die so... ich glaube, das ist schon richtig. Nein, doch nicht. Das sind verschiedene Hüte. Okay. Das würde ich schon mal sagen, könnte richtig sein. Hey, wo sie... Ach, ich muss auf den anderen Bildschirm schauen. Ich glaube, ich hab's schon. Na, warte mal. Das ist nicht so schwer. Nee, nicht die beiden. Die beiden. Ja, und dann die beiden. Und die beiden. Und die. Hm? Hä? Die. Und die. Ah, fertig. Ja, warte mal, jetzt nochmal gegenchecken. Die sind alle miteinander verbunden. Das ist auch nichts irgendwie anders, von wegen die Farbe von der Feder am Hut oder... Nee, ne? Ja, warte mal, aber kann man dann nicht auch so machen? Gibt es denn eine eindeutige Antwort oder nur... Oder man könnte ja auch theoretisch... Oder müssen die auch gleich gefiedert aussehen? Nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich auch nicht. Also das wären ja so übelst viele Antworten, also... Moment. Jeder möchte einen Partner, der die gleiche Art von Hut trägt. Und es gibt ja nur zwei Arten von Hüten. Hut! Hut! Das sind Huts. Ich mochte Hut. Nee, das ist wirklich, das sind nur zwei Arten Hut. Oder müssen die auch noch in die gleiche Richtung gucken und das ist als Art, nee. Nee. Das war jetzt ein bisschen zu leicht. Das war jetzt wirklich seltsam. Ja. Papa Prächtig! Kennst du Papa Prächtig? Ja. Das ist der Vater von Sensationell. Sohnsationell. Sohnsationell, Papa Prächtig. jeder Papagei hat einen passenden Partner. Und, Und zu Papa Prächtig gibt es auch noch Mama Magnificent? Nein, wie heißt das Deutsche davon? Gibt's denn Magnificent? Magnifique? Na. Gibt's dazu irgendwas? Ansonsten Mama Milchjoghurt. Mama magisch. Mama magisch, ja. Mama magisch mag Magma auch. Mit Magie. Mit Magma macht das Kochen Spaß. Ja. Das gab's wirklich da in so einem, in einem Ort in Sun and Moon, ne? Es gibt verschiedene Wege, dieses Rätsel zu lösen. Was? Dass jemand sagt, mit Magma macht das Kochen Spaß? Nee, dass es da irgendwie so welche Aushilfen in einem Hotel gibt, die auch, glaube ich, kochen, die Magmas sind. Weiß ich jetzt. Ah doch, stimmt. Hier, Herr Drosselbart, es gibt viele Papageien zur Auswahl. Jetzt müsst ihr nicht mehr allein singen. So. Viele. Zu? Nee, offen. Was ist offen? Luke 2. So viele Papageien.